Investiert ihr schon in ETFs? Einige werden sicherlich sagen ja, andere werden sich fragen, was ETFs überhaupt sind. Wir fragen nun auf der Straße nach, ob ihr schon wisst, dass man über ETFs auch in Indizes investieren kann. Das habe ich schon mal gehört, aber ich habe keine Ahnung, was das ist. ETFs sind doch sowas in der App, oder? Wo du dann auch investieren kannst in der App, oder nicht? Also es gibt verschiedene ETFs, die Indizes abbilden und darüber kann man dann auch halt indirekt in solche Indizes investieren. Lege nie alle Eier in einen Korb. So lautet eine Börsenweisheit, die ihr unbedingt berücksichtigen solltet. Ihr solltet euer Geld also breit streuen, um Risiken zu minimieren. Das könnt ihr gerade dadurch gut tun, wenn ihr in Aktien aus unterschiedlichen Branchen und unterschiedlichen Regionen investiert. Wenn ihr euch also unsicher seid oder auch etwas weniger Geld habt, dann machen ETFs durchaus Sinn. ETF steht für Exchange Traded Fund, also börsengehandelter Fonds. Ein ETF kann einen Index abbilden. Steigt dieser, so steigt auch der Wert eures ETF-Anteils. Habt ihr also in einen ETF investiert, der auf der Entwicklung des Eurostocks basiert, so steigt oder fällt euer ETF-Anteil parallel zum Eurostocks. Allerdings aufgepasst, so einfach ist das dann mit der Risikominimierung doch nicht. Investiert ihr beispielsweise in einen ETF, der dem DAX zugrunde liegt, so investiert ihr nur in ein Land, Deutschland. Dann ist die Risikostreuung also nicht so groß. Überlegt euch also ganz genau, welchen Index ihr als Basisindex für euren ETF nehmt. Und möglicherweise wählt ihr euch einfach auch verschiedene ETFs aus. Wenn ihr aber genau hinseht, dann werdet ihr merken, dass viele Aktien in mehreren Börsenindizes gleichzeitig vertreten sind. Dann ist die Risikominimierung dann doch nicht so groß, wie man das vielleicht gedacht hatte. Oder ihr investiert in den MSCI World, dann werdet ihr aber merken, dass mehr als 60% der Anteile US-Aktien sind und dann ist die Risikominimierung also auch nicht so stark. Wenn ihr also in ETFs investieren wollt, dann seht euch genau an, wie die verschiedenen Börsenindizes zusammengesetzt sind. Wenn ihr noch Fragen habt, dann schreibt es in die Kommentare. Wir melden uns wieder. Bis bald.